Als wir das Konzept für den E-Sport-Bereich bei No Limit Gaming geplant haben, war uns das die ganze Zeit sehr wichtig, wirklich sehr früh ein Teamhaus zur Verfügung zu stellen den Spielern, wo wirklich alle zusammenkommen, regelmäßig, wo vor Ort trainiert werden kann und gleichzeitig auch die Sportbereiche abgedeckt werden, man schlafen kann hier und das wirklich gut tagelang am Stück trainiert werden kann und nicht nur von zu Hause, sondern halt auch vor Ort. Und zwar vor allem wichtig, dass das Teambuilding funktioniert, dass wir wirklich Jungs haben, mit denen wir langfristig arbeiten, die sich wirklich gut kennenlernen. Man hat den direkten Kontakt zu deinen Mitspielern, du baust generell eine bessere Beziehung auf, was halt ultra wichtig ist in einem Team. Die Atmosphäre ist halt cool, es fühlt sich einfach gut an, du kannst dich besser vorbereiten, weil du gemeinsam mal Demos schauen kannst, zum Beispiel im Fernseher halt. Jeder hat unterschiedliche Stärken und wenn man die zusammenbringt, dann lernt der eine das von dem anderen, der andere lernt das von dem anderen und man kann sich einfach gegenseitig viel besser weiterentwickeln, als wenn man das alleine für sich macht. Das Teamhaus an sich ist für uns halt ein wahnsinniger Benefit, der für das CSGO-Team auf jeden Fall einen riesen Vorteil bringt. Wir haben ja die Möglichkeit, dass das Team zusammenkommt und alles zusammen zu machen. Das ist einfach für den Team-Spirit unfassbar wichtig. Spezifisch ist der Leistungsaspekt, den Bewegung bringen kann, einfach super relevant. Wir können hier von Stretching über Krafttraining, ja, dem Sitzen etwas entgegenarbeiten, über ein Ausdauertraining können wir so ziemlich alles machen, was sich positiv auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Ja, neben dem Aspekt des Sportlichen ist halt das Thema Ernährung für die Jungs auch extrem wichtig. Jeder hat da einen anderen Background und einen anderen Bezug zur Ernährung und wie er damit umgeht. Und dass wir dann hier in dem Teamhaus gemeinsam ein Bewusstsein schaffen können zu, was gebe ich meinem Körper überhaupt, ist mega gut, dass wir das im Teamsetting hier angehen können. Der Aspekt, der für mich da die größte Relevanz eigentlich hat, ist, dass man im Team leichter positive Habits aufbauen kann. Wir können dann gemeinsam was Gesundes essen, wir können gemeinsam Sport treiben. All diese Dinge sind einfach wahnsinnig relevant und die funktionieren in der Gruppendynamik einfach besser, als wenn man zu Hause sitzt. Hier kann man sich einfach gegenseitig unterstützen. Im Teamhaus ist jeder fokussiert auf CS. Keiner lenkt dich ab, du bist zusammen zu fünft und du hast ein Ziel und das soll man halt im Teamhaus erreichen. Das geht 10-mal besser als zu Hause. Man steht auf und weiß schon, der Tag ist auf CS ausgelegt. Da ist es nicht so, dass man durch irgendwelche anderen Faktoren gestört wird. Wir können uns dadurch halt schnell verbessern, weil wir halt einfach uns wirklich auf CS fokussieren. Wir können hier theoretisch 7 Tage in der Woche 24 Stunden sein und halt wirklich Counter-Strike spielen. Für CS-Spieler wie uns gerade, auch noch auf diesem Level, würde ich mal sagen, eine ganz wundervolle Erfahrung, die wir auch hier sammeln dürfen. Wir haben gerade im Pokerbereich gelernt, wie uns das weitergeholfen hat damals. Wir sind alle in andere Länder gezogen und haben zusammen gewohnt, haben viel zusammen gegrindet, mit dem Ziel, besser zu werden. Gerade das hat in der Gruppe viel besser funktioniert als alleine. Viele fragen sich immer, was ist die Teamsache im Poker? Macht doch gar keinen Sinn. Im Endeffekt trifft man seine Entscheidung alleine. Aber ich würde es aufteilen in 2 Teile. Und lernen für Poker ist definitiv ein Teamsport. Besser werden kann man gemeinsam viel, viel besser. Meine Pokerkarriere kam eigentlich erst richtig ins Rollen, als ich rausgekommen bin aus meiner kleinen Studenten-WG, wo ich für mich gegrindet habe. Und ich denke, das war so ein Startpunkt für uns alle. So viel verschiedenen Input von verschiedenen Typen zu kriegen, den gleichen Tagesablauf zu haben, die gleichen Ziele zu haben. Und das wäre was, was jedem empfehlen würde. Such dir Gleichgesinnte, hab einen geregelten Tagesablauf und nutzt das. Das ist einfach ganz anders und bringt einen ganz anders weiter. Also den Nutzen, den das Teamhaus für mich hatte, ist ganz spezifisch emotional. Mich emotional weiterzuentwickeln, aber auch mich emotional austauschen zu können, mit Downswings auch umzugehen, wenn Tage mal nicht so gut sind, da einfach deutlich stärker zu werden, also dass mein Mindset sich einfach stetig weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite spielerisch. Konstant von manchen von den besten Spielern der Welt lernen zu können und Einblicke zu kriegen in ihre Perspektive, wo jeder auf seinem eigenen Weg einer der Besten geworden ist. Da diesen Weg nachverfolgen zu können und davon zu lernen und das dann in sein eigenes Spiel zu integrieren, das war eine der wertvollsten Erfahrungen für mich. Neben der Nutzung des Teamhauses vom CS-Team, die hier wirklich regelmäßig arbeiten, ist es natürlich auch super, dass wir hier auch verschiedene Events starten können.
Wir hatten jetzt beispielsweise letzte Woche den ersten großen Stream mit unserem Pokerteam. Während einer großen Turnierserie haben wir uns zusammengefunden mit Fedor, mit Steffen, mit Julian und haben hier wirklich bis morgens um 7, glaube ich, gestreamt mit sehr vielen Zuschauern. Das war sehr cool. Davon wird es in Zukunft definitiv mehr geben. Erstmal vom Pokerbereich, gleichzeitig aber auch natürlich vom CS-Team. Eine Location zu haben, wie wir hier haben, wo nicht nur das Counter-Strike-Team trainiert, sondern gleichzeitig auch andere Teams zukünftig vielleicht in anderen Spielen sich aufhalten können, wo das Poker-Team mal zum Streamen vorbeikommt oder zum Spielen gemeinsam. Ist halt cool, es ist halt wie ein Vereinsheim quasi. Wir haben genug Platz, spricht nichts dagegen, hier mal auch mit mehreren Teams gleichzeitig was zu machen, verschiedene Events zu starten, mit Sponsoren vielleicht, mit Fans. Da bin ich sehr gespannt, was die Zukunft bringt und da haben wir auf jeden Fall einiges in Planung. Ja, als wir eine Location gesucht haben für das Teamhaus, war uns sehr wichtig, dass wir genug Platz haben, dass wir einmal einen guten Arbeitsbereich haben, wo Sport gemacht werden kann, wo analysiert werden kann. Wichtig war uns, dass der Bereich abgetrennt ist von den Schlafräumlichkeiten. Das haben wir hier sehr gut geschaffen. Wir haben zwei Etagen. Wir haben unten einen riesigen Arbeitsbereich, wo wirklich auch für Sportgeräte genug Platz ist, wo Simon sich hier regelmäßig mit den Jungs trifft und vor Ort trainiert. Das heißt, hier ist alles gegeben, dass die Jungs hier theoretisch über Wochen am Stück wohnen könnten. Gleichzeitig ist natürlich auch wichtig, dass wir einen Ort haben, wo wir genau, was wir gerade machen, Content kreieren können. Die Spieler müssen sich daran gewöhnen, zu einer Profikarriere, die sie anstreben, zählt halt auch, dass man in den Medien präsent ist, dass man zur öffentlichen Figur wird, mehr oder weniger. Und daran werden sie herangeführt. Deswegen planen wir das genauso und werden das auch weiterhin so verfolgen und werden regelmäßig hier aus dem Teamhaus Content kreieren und unseren Fans zeigen, was bei uns passiert. Der Kostenfaktor von dem Teamhaus ist natürlich riesig. Dafür hätten wir natürlich auch andere Spielerkaliber verpflichten können. Haben uns aber entschieden, den Spielern, die wir verpflichten, was Langfristiges zu bieten und die Jungs weiterzuentwickeln. Der Plan ist halt nicht kurzfristig, 5 Top-Spieler zu verpflichten, die ein gutes Gehalt kriegen und uns dafür in den höchsten Ligen vertreten, sondern wir wollen wirklich langfristig auch gerne lokal was aufbauen, was dann oben mitspielen kann. Wir haben uns dann natürlich auch nach Partnern umgeschaut, die uns wirklich hier im Teamhaus vor Ort unterstützen können. Haben dort mit Techbold einen sehr starken Partner gefunden, die uns sehr gute Gaming-PCs zur Verfügung stellen. Runtime schickt uns alle 2 Wochen ein neues Paket mit den Produkten und die Jungs nehmen das sehr gut an und freuen sich jedes Mal aufs Neue. Und wir haben halt Recaro jetzt noch dazu bekommen als Hauptsponsor. Die Jungs sitzen teilweise 10, 12 Stunden am Stück und da ist es wichtig, dass man anständiges Material zur Verfügung hat. Als wir das Team announced haben und als wir das neue Lineup geplant haben, waren die Jungs direkt für 10 Tage am Stück hier und haben gebootcampt zusammen. Und da ist die Eingewöhnungsphase auch viel besser. Und wenn man sich wirklich persönlich kennenlernt, ist es ein großer Vorteil. Auch wenn wir jetzt jemanden haben, der aus Deutschland kommt und extra anreisen muss, dann ist es halt so. Aber er kommt halt wirklich einmal im Monat, ist er in der Woche hier, fliegt hier hin und kann trotzdem mit den Jungs trainieren. Und es ist ein riesen Vorteil. Wir sind in Österreich auf jeden Fall die Ersten, die sowas bieten können und so professionell mit den Jungs arbeiten. Wir werden schon versuchen, auch europäisch Topspieler zu verpflichten an irgendeinem Punkt. Aber wir werden halt immer versuchen, auch lokal wirklich hier vor Ort mit Österreichern zu arbeiten und langfristig die österreichische Szene voranzubringen, wäre ein sehr, sehr schöner Nebenfaktor von dem ganzen Projekt.